Wollen wir da mal wasen? Sieht ja nichts seit Stunden. Johnny, ich ja, was ist das? Was ist das ohne? Ich finde das ja, was ist das? Es passiert nie. Monsieur Gräfe. Er drückt nicht, weil es um ihn geht. Ah ja, ich muss doch für den Meister drücken, oder? Ich habe ohne zu fragen, dass meine Kameraden vom Jury einverstanden sind. Ich möchte mich entschuldigen, dass wir zu früh gedrückt haben, alle vier. Sind wir einverstanden? Okay. Ja, ja. Nochmal herzlichen Dank. Gratuliere. Corinne, vielen Dank, dass du mich gedacht hast, das erste Mal. Das hat mich jetzt sehr überrascht, nicht weil du mich gemahlen hast, sondern weil der überraschende Fakt, ja, erst ganz am Schluss gekommen ist. Das hast du dir aufgespart bis ganz am Schluss. Es wäre noch ein bisschen länger gegangen. Also so schnell habe ich es noch nie fertig gehabt. Es wäre noch länger gegangen. Okay. Also wir sind uns einig. Wir sind alle reingeschossen. Auf jeden Fall, das tut mir von Herzen leid. Sorry, das ist das Schlimmste, was ich mir auch nicht denke. Also dass ich brülle, dass ich baffere. Emotionen, Emotionen. Ich kann mir besser. Hast du einen Namen für das Bild? Gilbert Blick. Gilbert Blick. Wieso weißt du das? Ja, Gilbert Blick. Oder Blick Gilbert. Also da der Titel. Ist eigentlich so ein bisschen das Konzept auch. Oder, Schilber? Und das Bild ist ja eigentlich einfach der Schilber auf dem Kopf. Umgekehrt, oder? Und wenn man Schilber auch als Wort umkehrt, dann gibt das eigentlich... Und dann hat das ja noch kleine Fehler. Und da der Herr Gress ja noch ein bisschen oldschool ist, kann man gut auch den G vorne machen für Gress Schilber. Und dann gibt das noch einen Replik. So. Okay. Ich wusste immer schon, Herr Gress, dass wir was gemeinsam haben. Ich das Alter wahrscheinlich. Darf ich? Ja, ja, klar. Also gut, Corinne, weißt du, ich habe von Anfang an Mitleid gehabt mit dir. Weißt du, warum? Eine Malerin, die hektisch muss sein, das kann ich nicht zuschauen. Das tut mir weh. Weil ich will, dass du zurückgehen kannst, das Bild anschauen, wieder angehen. Und ich habe von Anfang an gemerkt, du bist gehetzt. Und das haben wir von Anfang an veto. Der Anfang war traumhaft, wo du den Monsieur Gress gewollt hast. Lustig, dann nimmst du noch Haarspray zum Tor fixieren. Mega lustig. Und dann noch perfekt nachgemacht. Ich bin begeistert. Und nachher kommen wir schwarz auf schwarz. Ja. Wo ich dann dachte, hey, sorry, ich verstehe es nicht mehr. Ich bin ein einfacher Mensch, ich verstehe es nicht mehr. Am Schluss tut es mir natürlich mega leid. Das ist ja klar, weil das Resultat der Knaller ist. Corinne, meine Meinung vielleicht noch kurz. Es ist zu lange nichts passiert. Darum habe ich auch massiv irgendwann schon von Druck gemacht. Aber ich bin sicher, mit deiner Fähigkeit, und du kannst offensichtlich wahnsinnig gut malen, das muss viel mehr passieren. Ich muss wirklich die ganze Zeit überrascht sein. Und dann passiert es mir nicht mit dem Buzzer. Aber so ist es wirklich sehr, sehr langatmig geworden. Johnny, ja oder nein? Unter diesem Zeitdruck hat es mir leid für dich und muss ich leider ein Nein geben. Monsieur Gress. Ganz klar, ja. Susanne,
Du gefällst mir als Person, du hast Persönlichkeit und du hast hier etwas aufmischen, das schon so starr und gefestigt ist, nämlich die schnelle Gesellschaft, die schnell Resultate hat und du hast das aufbrechen. Und für das gibt es von mir ein Ja. Echt? Corinne, du bist eine Künstlerin, die mich überrascht hat in dem Ganzen. Und von mir kommst du ganz klares Ja über. Hey Corinne, look, du hast das da super gemeistert, du hast ein Ja bekommen. Ich kaufe dir das Bild ab, überleg dir, wie viel du dafür willst. Wir sehen uns nachher hinter der Bühne. Grossen Applaus für Corinne.